wir haben komplett vergessen, ein Intro überhaupt für dieses Video zu machen. Deswegen, hey Schatz, mach mal ein Intro. Hi, ich habe eine kleine Geschichte für euch. Die kennt ihr vielleicht schon. Es war mal eine kleine Frau, die größer war, als sie dachte. Oder andersrum. Ach Mann, die kenne ich. Und diese Frau, die war mal in einem Restaurant oder einer Bar und hat überlegt, was sie trinkt. Und ihr Satz war, da hat sie ein Aperitif. Ich habe gar nicht Aperitif gesagt. Ach Mann, ich war bei den Drittel selber so. Also, nachdem das Intro jetzt zu Ende ist, geht es weiter mit einem normalen Video. Hi. Er ist wie du. Schatz, er ist voll süß. Er geht mit dem Kopf so lang durch die Wand, bis er merkt, es klappt. Beim besten Willen nicht. Mach doch irgendeinen Kommentar und geht okay. Er beleidigt weiter. Okay. Aber er ist süß. Er ist echt wie du. Hallo. So, ich gehe jetzt am PC. Yay. Hab dich lieb. Du machst du schneiden? Ich schneide jetzt ein Video und nachher gehen wir los. Genau. Und was machen wir dann? Wir müssen noch eine Vase kaufen, Schatz. Ich habe voll die süßen Blumen von dem bekommen. Und sie will noch ein Eis. Du hast euer Angebot, ich will nichts hören, ich gehe jetzt schneiden. So, ciao. Und ich nehme ein Trinken mit. Ciao. Oh. Schatzilein, du musst trinken. Bitteschön. Warte. Ich fliege gerade über die Socken, hallo. Schatzilein, bitte trinken. Wenn das mal kein cooles. Ich hatte leider keine Minze, deswegen ist da jetzt Petersili in deinem Holundersaft. Das schmeckt bestimmt gut. Aber es sieht hübsch aus, du wirst überleben. Wir probieren es mal. Ist lecker. Oha. Ist lecker, Schatz. Was machst du gerade? Socken. Socken. Was spielst du? For Honor heißt es. Und wieder ist es bei den Kakteen. Ich bin im Himmel. Guck doch mal, wie süß der ist. Wir haben jetzt hier diese Vase besorgt. Und da kommen jetzt hier meine wunderschönen Blumen rein. Schatz, es ist voll süß, dass du mir die besorgt hast. Ist doch richtig. Lieb! Und natürlich bin ich wieder nicht vorbeigekommen und habe zwei winzig kleine Kakteen besorgt. Oh mein Gott, sind die süß. Wirklich klein. So groß wie der Daumen. Komm, wir müssen die rüberbringen. So, stellen wir erstmal da hin und dann muss ich mal schauen, wo ich die hinstelle. Und das kommt dazu. Ihr Familie, wir kommen Zuwachs. Die Dina ist gerade eben zum Sport gefahren. Also vor ein paar Minuten ist sie los. Und ich war auch ein bisschen fleißig und ich habe mich dann ein bisschen ums Essen gekümmert. Und zwar Kartoffelgratin gibt es heute Abend. Ich bin vom Sport jetzt wieder da, habe ganz schön geschwitzt und werde deshalb jetzt mal kurz duschen gehen. Domi hat schon Essen vorbereitet, das ist auch in knapp 15 Minuten jetzt fertig, deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Aber ich meine, was will man mehr, heimkommen, duschen und fertiges Essen vorgestellt bekommen. Deswegen, der Typ ist einfach klasse. Morgen! Ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt und bin einfach nur noch ins Bett nach dem Sport, dann nach dem Duschen. Jetzt bin ich noch kurz vom Sofa, habe noch ein bisschen Serie weitergeguckt. Gott sei Dank hat sie noch ein paar Staffeln, oh Gott. Und da bin ich gleich ins Bett. Bin jetzt aufgestanden, Domi ist jetzt gerade noch im Bett, der wollte aber auch gleich aufstehen. Der ist dann gleich im Bad, hoffe ich. Oder mal schauen einfach. Und ich mache jetzt erstmal noch Frühstück. Ich backe gerade noch Brötchen aus. Heute machen wir so richtig schönes Samstags-Brötchen-Frühstück, weil ich habe Schinken und Essiggurken da. Und ich bete ja Essiggurken an wie andere ihren Gott, ja. Und also ich bin ja da. Ich meine, Essiggurken, ich liebe Essiggurken, ja. Und ein Schinkenbrötchen mit Essiggurken ist halt einfach mal der absolute Oberhammer. Dann haben wir noch geplant, dass wir noch kurz einkaufen gehen. Also einkaufen in Form von Shoppen einkaufen und danach noch direkt einkaufen in Form von Lebensmittel einkaufen, einkaufen. Also gehen wir zweimal einkaufen eigentlich. Weil bei uns in der Nähe ist ja das Forum in Kempten und da werden wir uns mal ein bisschen umschauen und so, weil witzigerweise war Domi da noch nie großartig. Er war nur einmal durchgelaufen, aber er war da nie so richtig krass, dass er jetzt sagt, boah, ich will da mal hin und deswegen, oder ich war da mal, deswegen hat er gesagt, ich will da mal hin. Und deswegen machen wir das und dann gehen wir noch kurz Lebensmittel einkaufen. Und später habe ich noch was ultra leckeres zu essen geplant heute. Richtig genial, ich bin mal gespannt, ob ihr das kennt.
Es ist ja so ein bisschen so ein schwäbisches Essen, deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hier kriegt man es auf jeden Fall in dieser Form nicht, in anderer Form, ähnlicher Form, aber in der Form kriegt man das hier nicht, habe ich noch nirgends gesehen. Das kann quasi nur jemand daheim machen, deshalb mache ich das daheim. Und ja, dann mal schauen, was wir auf jeden Fall noch machen. Ich mache jetzt erstmal Frühstück. Oh, meine Blümchen. Die sind so hübsch einfach. Ups. Brötchen sind schon fertig. Die packe ich jetzt in den Ofen und ich rufe jetzt mal noch kurz meine Eltern an, weil die eigentlich. Ich glaube, ich wollte, dass ich zurückrufe. Ich bin mir nicht sicher, sie haben es nicht gesagt. Ich rufe sie einfach mal an und schaue, ob sie schon erwacht sind. Wow, ich bin jetzt fertig. Habe ich fertig gerichtet. Ich habe mich jetzt komplett geschminkt, aber komplett abgeschminkt, weil meine Schminke einfach viel zu flüssig ist in der Hitze und sich nicht verarbeiten lässt. Und Hi. deswegen muss ich jetzt leider nur so gehen. Mit einem Bad Hair Day. Wow, toll. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Ich komme mal kurz ein bisschen runter. Hi. Ich kann dich auch einfach mal so hier. Ihr müsst euch so vorstellen, wer macht so aus? Hey, man geht ein bisschen in die Stadt, ein bisschen einkaufen, ein bisschen shoppen, ein bisschen rumschauen. Schöner sonniger Tag. Alles ist schön. Und dann kommt der Moment, wo Akroti dazuschlägt. Ja, wenn das dann nicht funktioniert, das ist voll nervig. Hallo? Ja, das sieht dann so aus. Oh mein Gott. Dazu habe ich nur eins zu sagen. Der Schwingplatz, den ich ausgesucht habe und ich die ganze Zeit voll toll fand, ist auf jeden Fall jetzt voll Ja, weil scheiße. es Sonne ist. Weil da kommt Sonne hin und warm und dann ist alles blöd und jetzt will ich nirgendwo mehr hin. Kann vielleicht auch abends irgendwo hingehen, so ab 23:30 Uhr bis 24 Uhr, weil da dann es geht und ohne Schwingen kann ich ja nicht raus. Als ob sie nicht ein wunderschönes Gesicht hätte, wo man auch so rausgehen kann. Hallo? Ja. Das ist mein Argument dazu. Und dann wird sie doch sehr gemein. Das ist ja gut, das ist auch Und sonst so. das zu ertragen, meine Damen und Herren. Das ist auch sonst so. Aber der Pulli ist Wer hübsch. möchte haben, es zu vermieden? Hallo, komm, wir gehen jetzt. Ich finde ihn hübsch, Schatz. Zieh mal das nächste an. T-Shirt, Schatz. Aber da sitzt es echt nicht so gut. Glaube, das ist eher nix. Nee, das ist ja mal voll mein Stil hier. Dreh dich mal. Dreh dich wieder um. Und jetzt? Ich finde das Robot halt toll. Ich finde es hübsch. Magst du das? Ich finde es mega hübsch, steht dir voll gut. Ich habe einen Po, sage ich da nur. Wir waren jetzt beim Immergrün. Das ist so, da gibt es halt so ultra gesunde, vegane Sachen, die uns alle nicht interessieren im Prinzip. Weil wir da eh nie Salat bestellen oder so. Aber die haben Smoothies, oh mein Gott. Und ich habe jetzt einen Bananen-Mango-Papaya-Smoothie. Richtig lecker. Und der ist kalt. Oh mein Gott, der ist kalt. Wow. Und der hat voll gecheatet und hat so einen Keks-Smoothie genommen. Da nichts mit dem Smoothie zu tun hat. Ich übergebe dir die Macht. Das ist der Keks-Smoothie. Nein, das ist viel besser. Viel gesünder. Der ist warm, der ist nicht kalt. Warmes Smoothie schmeckt gar nicht gut. Das ist echt komisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach die Milch oder sowas nicht gescheit gekühlt haben. Das ist ein Fehler. Kalte oder gekühlte Milch? Gekalte Milch. Gekalte Milch Gekalte schmeckt Milch. viel besser. So. Ich übernehme mal wieder. wir trinken jetzt gemütlich unseren Smoothie und dann gehen wir noch normal einkaufen. Dann gehen wir wieder nach Hause. Und dann muss ich euch noch zeigen, was ich beim DM für eine kleine Ausbeute habe, weil da habe ich ein paar gute Sachen gefunden wieder. Wir sind jetzt wieder da vom Einkaufen und ich habe gerade gemerkt, dass ich glaube, so ungefähr die komplette Zeit im Einkaufszentrum mein Hosenladen offen war. Wuhu, ich habe es wieder geschafft, peinlich zu sein. Okay. Wir waren ja beim DM. Ich habe hier eine coole Botanic Dream Spülmittel-Gedöns. Riecht mega lecker. Sieht nicht so cool aus, eigentlich riecht aber halt mega lecker. Dann habe ich eine neue Seife, da habe ich Pflaume und weiße Blüte. Zwei von diesen Dingern hier. Die sind mega genial, die sind halt total super so zum Mitnehmen. Auf Strecken, ich gehe am Montag wieder diesmal nach Augsburg, deswegen ist es mega cool. Dann habe ich natürlich ein neues Trockenshampoo, weil es leer ist. Und neues Deo. Und Dobby hat Wasser. Hi, Schatz. Oh, Er hat Wasser mitgebracht, Gott. wuhu. Okay. Er hat Wasser mitgebracht. Ich habe ein lustiges neues Deo, einfach irgendeins. Domi hat ein Styling-Aid, maximaler Halt. Man kann es Moment. so.
Okay. Okay, das muss jetzt sein. Alles klar. Okay. Und DM hatte. Ich hab's gefangen! Ha! Bin erstaunt. Warte, 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 warte. Ha! Du wirst sehr viel präziser, muss ich Das sagen. ist Zufall gewesen, aber ich tue jetzt mal so, als ob ich's. Ich habe gerade den Zuschauern schon erzählt, dass mein Hosenladen die ganze Zeit offen war im Forum. Voll peinlich. Nein, du warst danach noch auf dem Klo, ganz Echt? alleine. Oh, dann war es nur die Ende. War nur am Ende offen. Ja, mach's nicht mehr so. Dann war nur am Ende mein Hosenladen offen. Es war, macht's aber nicht besser, deswegen war die ganze Zeit im Real mein Hosenladen offen. Ja, okay. Hören wir auf, von offenen Hosenläden zu reden. ich habe noch Molkeriegel mitgenommen, da gab es aber nur Vanille. Die Heidelbeeren sind eigentlich besser. Und ich habe heute eh voll den Bad Hair Day, das klappt heute gar nicht da. Ich habe noch neuen Haarreif, weil ich den alten nämlich geschrottet habe, mitgenommen. Und wir haben noch das spannendste ever dieses Tages, Klopapier. Nein, Spaß. ich habe hier noch da eine ganz große Tasche mit einkaufen. Aber ich glaube, die will Domi zeigen. Also zu unserem normalen Einkauf. Wir haben hier einmal die Minze, weil Dina so ein lustiges Getränk machen will. Ja, ich will so Getränk mit Zitrone und Limette und so ein Zeug machen. Das mache ich später noch. Genau. Dann Burgerbrötchen für Burger. Wollte ich eigentlich mit Zwiebelringe machen, gab es nicht. Deswegen habe ich normale Burger. Dazu können auch die Patties. Genau, keine Ahnung, wie die schmecken. Mal schauen. Mal Yes. schauen. Standard-Toast, weil Toast toll ist und wir es immer brauchen. Ja, und dann können meine Kollegen wieder weiter läschen, dass ich die ganze Zeit Toast esse. Mehl für allerlei Sachen, die haben hohen Mehlverbrauch. Ja, und ich brauche heute Mehl wegen dem coolen Essen, was ich noch machen wollte, was ich euch erzählt habe. Und das wird toll. Das wird auf jeden Fall toll. Ich bin Und dann die überzeugt. Kombination für russisch Ei mit Kartoffel- und Fleischsalat. Genau, mit gekochte Eier, weil jetzt ja schon wieder Ostereier gibt. Und das sind nämlich genau die hier. Ostereier, wuhu! Yay. Und dazu auch Mayo. Ich glaube, die hat auch was Ja. damit zu tun. Wow, wieder die kleinste Mayo-Packung, weil wir haben eigentlich einen Mayo-Verbrauch von 0,0001 oder so. Und sonst geht es immer so schnell kaputt. Normalerweise haben wir gar keinen da. Ja, wir Doch, benutzen gar Wasser. keine, aber für die Burger haben wir jetzt einfach mal geholt. Genau. Dann Essiggurke. Essiggurken! Weil sie liebt Essiggurke. Ja, habe ich glaube ich in dem Video schon mal erzählt vorhin. Und es ist ein Drama, die richtigen zu finden. Ja, Essiggurken müssen ganz spezielle, ganz tolle sein. So. Dazu noch Schinken! unser Schinken! Thunfischfilet, weil Schinken vom Schwein ist Ja, sag ich eigentlich. doch Schinken. Hallo, das ist. Tschüss. Das ist alles das Gleiche. Alles, was Hautfarbe hat und rund ist und in der Scheibe ist Schinken. Und dann Hackfleisch und Kartoffeln, Für weil heute. Nee, nicht für heute, für für morgen, morgen. Was glaube machen wir ich. morgen, Schatz? Das sind Fleischküchle. Mit Kartoffelbrei. Kartoffelbrei, deswegen Hackfleisch und Kartoffeln. Und Ja. wichtig, nur Rindhack, weil es viel besser schmeckt als Gemüse. Richtig. So ist es. Und jetzt ist es, glaube ich, auch leer. Ja, müssen wir noch Oh, aufräumen. Irgendwo muss der Hefewürfel auch noch sein. oh. Sehr, dass wir den wieder vergessen. Am Schluss, dann 2 Wochen später Schatz, merken dann wir es musst du wieder. doch mal losfahren. Ich brauch den heute, ne? Und wir haben ja noch eine Orange und Limette, auch für das coole Getränk heute. Genau, das mache ich nachher gleich schon noch. Ich suche mal kurz den Such mal den Hefewürfel. Hefewürfel, bitte. Ist er Hat, da? hat, hat, hat. Oh! Okay, peinlich. Ja, den brauche ich nachher. So, jetzt räumen wir auf, oder? Ich habe ja schon angefangen. Ultra cooles Wasser habe ich jetzt schon Holunder reingemacht. Da kommt hier eine Limette, kommt da jetzt rein. Jetzt nicht so abspritzt, hallo. Dann kommt natürlich Orange, kommt da natürlich rein. So. Oh, das geht ja richtig fruchtig, erfrischend. Ja. Und dann habe ich hier noch Minze. Weil Minze hammerlecker ist. Minze ist mega lecker. Du musst jetzt hier noch so ein bisschen Minze rein. So. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen geholfen, Holz machen und so. Und jetzt machen wir noch Essen. Es gibt nämlich, als ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, schwäbisches Spezialitäts-Special-Essen oder so ähnlich. Was nicht Käsespätzle ist. Ja, krass. wir machen nämlich Dampfnudeln und zwar nicht so gebackene, was viel verbreitet ist, sondern wirklich komplett nackige quasi. Und dann machen wir jetzt noch kurz den Teig und dann schauen wir mal, dann gibt es Essen später. Und jetzt erstmal umziehen. War doch anstrengend. Tommy formt gerade noch die letzten zwei. Hast du gut gemacht, Schatz. So richtig gleich groß sind sie doch nicht worden. Das ist voll okay. Und dann muss hier dieses Tüchle hier noch drauf. Dann müssen die gehen. Wo gehen Sie denn hin, Schatz?
Das weiß ich nicht, ich muss das mal fragen. Wir Wo gehen wir hin? gehen spazieren. Ins Dampfbad. Okay. Und dann müssen die gehen, dann kommen sie hoffentlich wieder. Und dann kommt die heikle Phase. Ob es funktioniert. Hier. Zudecken. Zudecken. Oh, Schatz, guck mal, die kann man zudecken. So, schlaf gut. Was? Die wollen eine gute Nachtgeschichte hören. Es war einmal eine kleine Dampfnudel. Die wollte ganz groß hinaus Gott, ist das süß. in die weite Welt. Und dann sagte sie, du brauchst ganz viel Hefe. Die macht groß und stark. Denn Spinat ist scheiße. Spinat ist echt scheiße, schmeckt echt einfach nicht gut. Stimmt, denn Spinat ist total lecker. Spinat ist so ein Arsch. Und damit es geht, brauchst du ganz viel Schlaf. Also, gute Nacht. Oh, die sind richtig hammer aufgegangen. Das nenne ich mal Dampfnudeln. Wow, das sieht so lecker aus. Und die Dampfnudeln, die sind so riesig geworden, dass sie fast aus dem Topf rausquellen. Bitte schön, mein Schatz. Danke. Eigenkreation Deluxe. Ich hoffe, dass es gut schmeckt. Probier mal. Ich habe es nämlich selber noch nicht probiert. Das riecht schon hammerlecker. Ist gut. Sehr gut. Jetzt gibt es gleich noch Essen. Ich mache noch Soße und bin ich gleich fertig. Wenn der Topfdeckel runtergeht noch. Ja, hallo. Ich habe nicht mehr viel Platz und ich habe mal wieder nicht so ganz getroffen. Hi. Wir haben jetzt riesengroße Dampfnudeln. Und die will ich jetzt verdammt nochmal auch essen, solange die noch warm sind. Und deswegen schmeiße ich euch jetzt raus und sage bis zum nächsten Mal. Definitiv. Tschüss.